So, hallo, guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde, Scooterfreunde. Ja, wie ihr seht, heute bin ich wieder mit meinem Scooter unterwegs, mit meinem SoFlow. Und ich habe jetzt hier was entdeckt, hier oben hinter mir am Waldrand, da steht so ein weißes Kreuz. Ich weiß nicht, was das sein soll, da fahre ich jetzt mal hin, schaue mir das genauer an. Und ja, ich würde sagen, ihr kommt einfach mit, lasst euch überraschen, was das da oben sein soll. Ob das überhaupt ein Kreuz ist, weiß ich gar nicht. Ich werde es aber sehen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Wir haben herrliches Wetter. Heute Mittag soll es ja schon wieder regnen. Und wegen dem bin ich jetzt unterwegs. Und jetzt geht es hier vorne hoch, der Buckel ein bisschen. Und dann werden wir schauen, was da oben für ein weißes Kreuz steht oder was es ist. Also, ich würde sagen, ich starte meinen Roller und es geht hier hoch. Also, auf geht's, kommt mit. So, also, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt hier an diesem Kreuz angekommen. Und ja, das Kreuz steht jetzt eine Ortschaft vor meiner Ortschaft. Also, das steht in Aich. Da kann man jetzt hier wunderschön runterschauen. Das zeige ich euch nachher. Und weiter hinten links ist mein Heimatdorf Neuenhaus. Zeige ich euch aber auch noch. Und jetzt bin ich hier an diesem Kreuz und zeige euch jetzt hier diesen Platz und was es damit auf sich hat. Ja? So, also wie gesagt, hier ist dieses weiße Kreuz, was man von unten immer sieht, von der Straße aus. So sieht es von der Rückseite aus. Und da habe ich auch ein Schild, wo man lesen kann, mit Gottes Augen sehen, verändert meinen Blick auf das Leben, den anderen, die Natur, das Eichtal. Seine Botschaft, du Geschöpf unter Geschöpfen, geschaffen, gesegnet, begabt, beauftragt, geschenkt, begleitet, Gott wird Mensch. Sein Blick, soweit der Himmel ist, öffnet meinen Horizont. Hoffnung über das jetzt hinaus, Himmel für immer. Konfirmationsjahrgang 23/24, Evangelisches Gemeindehaus Eich Neuenhaus. Na, also das war doch jetzt einmal ein guter Spruch aufs Wochenende. So, hier sieht man noch einen kleinen Baum. Da steht jetzt zum Beispiel dran, gepflanzt von der Kirchengemeinde Eich Neuenhaus anlässlich 500 Jahre Reformationstag Eich 31. März 2017. Und hier ist es dieser schöne, noch kleine Baum. Ja, und da kann man hier schön sitzen. So, und jetzt zeige ich euch hier die tolle Aussicht
was man hier hat. Hier unten ist jetzt die Stadt Aich. Weiter links im Hintergrund sieht man die große Aichtalbrücke. Da dahinter ist Aichtal-Neuenhaus. Und hier weiter rechts ist Aichtal-Krötzingen. Hier oben sieht man jetzt die große Firma. Das ist der Putzmeister. Betonpumpen wird sicherlich auch der ein oder andere kennen. Und ja, wenn man jetzt hier hochfährt, die Straße an den Häuser entlang, dann kommt man hoch Richtung Flughafen. Und ja, hier vor mir sieht man schön die Kirche von Aich. Da bin ich konfirmiert worden. Und ja, wie gesagt, hier hat man diesen wunderschönen Blick über mein schönes Aichtal. Habe ich ja schon mehrere Touren gemacht. Wenn man hier jetzt hochguckt, ganz oben, da sieht man den Aussichtsturm Uhlberg. Auch wunderschön, da geht der Fratzenweg hoch. Habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt hier dieser Platz mit dem Kreuz. Jetzt weiß ich, was das auf sich hat, weil das sieht man immer von der Straße unten. Und ja, jetzt war ich hier, jetzt weiß ich, was das ist. Und ja, muss sagen, wunderschön hier. Ja? Und ja, genießt nochmal die Aussicht hier. Wunderschön, dahinter kommen schon mehrere Wolken. Ich denke, das wird nicht mehr lang dauern, dann ist das Wetter vorbei mit der Sonne. Schade, aber gut, nächste Woche soll es ja gut werden. Und dann geht's los auf Wanderschaft, denn ich habe 3 Wochen Urlaub. Jawohl. Und ich werde die ein oder andere Tour machen. Wohin, weiß ich noch nicht, aber lasst euch überraschen. So, jetzt genießt nochmal hier diese Aussicht und dann werde ich mich wieder nach Hause begeben. So, okay, also ich würde sagen, das war mit dem Flug mit meinem E-Scooter SoFlow. Und ja, ich dachte, ich fahre mal wieder ein bisschen rum. Der stand jetzt längere Zeit im Keller und ich wollte schon immer hier hoch und schaue, was das hier für ein weißes Kreuz ist. Man hat das immer von der Straße unten gesehen. Jetzt wisst ihr das, ihr auch. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich dabei, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Und ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, natürlich über ein Like, über einen Kommentar. Und ja, die alte Leier, der, wo meinen Kanal gut findet, darf ihn gerne abonnieren. Alles umsonst. Und ja, jetzt fahre ich wieder nach Hause, bevor der Regen kommt. Der Wind kommt schon. Und ich würde sagen, macht's gut. Danke fürs Dabeisein. Ciao, euer Michael vom Kanal Schönbuchgams. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.